Hallo ihr Quirlinge, Jax der Exalp, die Bestie von Xarkor ist im Sonnenschein von Abessa, das muss genutzt werden. Wer weiß, wann es wieder anfängt zu regnen, bestimmt eher früher als später. Ich bin auf einer ausgedehnten Erkundungstour durch das Land Abessa. Hier oben war ich schon überall, zuletzt hier in dieser Fläche, wo der Marker ist und jetzt hier das Ding. Das ist teilweise Abessa, teilweise Edan, aber meine Erkundungskarte sagt, dass ich mir die Edan-Teile von dem Ding auch noch gar nicht angeschaut habe, so richtig. Deswegen, wie mache ich das? Am besten gehe ich mal hier bis zu dieser Kurve und dann hier oben an der Kante lang, den Weiher angucken und dann hier das Gebirge und dann hier zurück und dann unten nochmal rum. Das sollte irgendwie alles schnell zu machen sein, so groß ist es nicht. Hat auch keine Ruinen. Und die Gegner, die ich da erwarte, sind auch eher was für Helden-Noobs. Ah ja, jetzt schon die Kurve. Das geht ja schnell. Dann wollte ich hier oben an der Kante lang. Ah, die Kräuterbrille auf der Nase sagt aber gar nichts. Zack. War hier nicht irgend so ein Lager, was ich schon ausgenommen hatte? Nee. Blutiges Loch? Nee. Gräber. Oh. Und eines, das ist schon ausgebuddelt worden. Moment, da hatten mehrere alte Münzen. Mach mal kurz Brillenwechsel. Hat's hier irgendwas? Nö. Nö, nö, nö. Und dann wieder zurück. Oben, das ist ja so ein steiler Felsen hier, ja. Vermutlich ist da oben nichts, wie üblich auf solchen Felsen, aber... manchmal wachsen da oben ja auch Kronstöckel und Co. Oh, hier die richtige Stelle finden. Das ist schwierig. Vor allen Dingen, bevor das Dings aufgeladen ist. Sie war gerade da. Es gibt eine einzige Stelle, vergiss es. Mach's halt so. Oder es geht auch ganz ohne diese Anzeige. Das da ist schon der Edan-Konverter. Der ist ganz nah. Da habe ich auch schon gewesen. Oft und lang genug. Da unten sind ein paar Hähnchen. Oh, hier kommt man gar nicht hoch. Wow, das ist hoch. Wobei hier auf den nächsten Absatz kommt man ja noch. Nee, kommt man nicht. Vergiss es. Puh, wie komme ich denn da hin? Ich muss wohl zu diesem Weiher zurück, dann hier außen rum und dann über die andere Seite. Was mich zu der Frage bringt, wo der Weiher überhaupt ist. Ich habe ihn gar nicht gesehen. Ah, hier. Er ist unter einem Felsüberhang. Aber völlig Kräuter und beutelos. Also doch die Hähnchen. Was? Ich bin so doof. Ich hab jetzt echt die falsche Waffe gezogen. Hab's nicht gemerkt. Also ich wollte die Waffe wegpacken, hab die falsche Taste erwischt, hab dann deswegen die andere Waffe genommen und wollte dann hier das Kraut pflücken. Was mit der linken Maus das natürlich nicht geht, weil dann er auslöst. Und dummerweise ist das hier an einem Hang, sodass ich den eigenen Feuerball abbekommen habe. Das kann nicht wahr sein. Das ist ja ein Fail. Das ist ja legendär. Wolfskraut. Und Bräulerdrüsen. Wie? Wo bin ich überhaupt? Wieso ist denn da noch ein Kraut? Da war ich doch schon. Nee, noch nicht ganz, stimmt. Also hier diesseits des Weges, das will ich mir alles anschauen. Das habe ich. Ich will auf den Felsen hoch.
Das wird mir gelingen. Es wird nur 3 Episoden dauern, aber ich werde es schaffen. Da. Also, Höhlen, Winkel, Skelette, kaputte Karren, Fässer. Irgend sowas hier, was meine Aufmerksamkeit fesseln würde. Stattdessen nur ordinäres Kraut. Aber davon reichlich. Ja, du bist so unglaublich schnell, du doofes Mistvieh. An dir spare ich auch keine Munition. Oh, im Wald Humus über ein blutiges Loch zu torkeln, das ist auch echt übel. Mann. Heißvieh. Ich war kurz davor, den Flammenwerfer auszupacken. Aber dann dachte ich mir, nee, das ist genau das, was sie will. Die kriegt nur die billige Munition. Mehr ist sie mir nicht wert. Dafür habe ich halt den Rüstungsperk, dass mir der genau solche, wie nennt man das, Malheurs ausputzt. Genau dafür ist er da. Okay, jetzt bin ich hier quasi einmal... Was? Einmal durch? Da würde ich ganz gern mehr... Ach, das ist so scheiße, ja. Ich habe das schon mal ausgeführt, dass die Taste, mit der man auf der Karte einen Marker setzt und die Taste, mit der man aus einer Queste heraus den Marker auf der Karte setzt, dass das nicht die gleiche Taste ist. Das ist ganz komisch. Jo, hier ist der Felsen besteigbar. Aber der wird gar nicht sein, wie üblich. So ein Riesenberg und dann nicht mal das kleinste Kraut. Jo. Oder nicht mal ein blutiges Loch oben auf dem Gipfel, das wäre ja auch mal was. Wenngleich ich mich echt fragen würde, auf welches Beutetier da die verbuddelte Sumpfspinne eigentlich warten würde. Die verhungert ja. Ja, da drüben noch und dann... Genau, und dann. Also. Jetzt bin ich hier oben schon ziemlich gut lang. Da nochmal runter zu meinem Marker und dann am, den Weg entlang und dann hier in die Botanik abbiegen. Ich meine, mich dunkel zu erinnern, dass da unten, also praktisch unterhalb der Felskante, wo ich gerade lang chatte, dass da unten irgendwo ein Nachtschatten wäre. Denn als ich die Grenze zwischen Edan und Abessa ausgerundschaftet habe, vor knapp 200 Episoden, da meine ich, dass ich da irgendwo kehrt machen musste, von wegen, Nachtschatten kannst du jetzt nicht killen. Auf keinen Fall. Also musst du raten, wie die Grenze da ist. Aber das ist auch nicht schwer, das zu raten, weil die Grenze wirklich genau an der Klippenkante oben lang läuft. Und rausfinden kann man das ja, indem man speichert. Dann sagt das Spiel einem ja, in welchem Gebiet der Held gerade steht. Jo, und der Zipfel hinter mir war nichts mehr. Also hier lang. Sieht aber auch ganz gut aus hier. Hallo Alps. Hier wurde wohl was übersehen. Und zwar einiges. Wobei. Ja doch, das ist Edan. Das hätte ich schon gepflückt haben müssen, theoretisch. Da ist eine Kiste. Habe ich jetzt gar nicht gesehen. Was versteckt hier? Nö. Oder ich habe schon geplündert. Genau. Und hier in diesem Wald irgendwo, meine ich, ist ein Nachtschatten versteckt. Mal sehen, ob das stimmt oder ob ich mich komplett täusche. Nee, ich glaube, da hinten habe ich was gesehen. Ja, genau. Ach,
dachte, er war schon tot. Der hat mit Tod noch gebrüllt. Mach mir noch Vorwürfe, dass ich ihn hier erlege. War selber schuld. Du gibst dunkles Leder. Aus dem ich leider fast nichts machen kann. Ich glaube, aus diesen Trollherzen und die besonderen Hörner und Schnäbel von Skeksen und so weiter. Ja, Malatak und Elex. Oder auch aus dem dunklen Leder. Das ist einfach nur Kram zu verkaufen. Oder kann man daraus irgendwas basteln? Ich habe bisher kein Amulett oder kein Rezept gesehen, was so ein Ding brauchte. Das stimmt gar nicht. Ein Amulett braucht ein Auge eines Zyklopen. Das ist ja auch die Kategorie von Trophäen. Aber mehr ist mir gerade nicht geläufig. Jo, hier war der Nachtschatten. Prima. Denn jetzt ist er nicht mehr da. Hier gab es früher Drohnen. Lang ist's her. Oh, hier ist der Nachtschatten. Vergiss es. Kann nicht alles abhaken. Yippei die, yippei da. Dann habe ich ja die nächste Fläche schon fertig. Begrenzt euch in diesen Weg. Also, das Ding kann ich mir hier abstreichen. Ich gehe jetzt nochmal diesen Weg hier hoch und da muss ich mal gucken, was sagt die Erkundungskarte. Die Fläche hier habe ich schon. Da bin ich sogar hier dieses Stück nach Abessa reingelaufen. Und hier, also ja, unterhalb dieser Straße, da ist alles schon weg. Und das heißt, ich müsste jetzt was? Ja, dieses Ding hier mir anschauen. Wie mache ich das am besten? Ich muss nochmal genau kontrollieren hier. Das habe ich. Jo, die Fläche hier. Richtig. Geh dahin. Einfach mal quer durchlatschen. Die ist so groß. Da muss ich mir überlegen, wie ich das am besten mache, dass ich alles abdecke. Hier lang. Kletteralarm. Ja. Oh, der rennt einfach unter meinem Schuss durch. Und kratzt mich von unten hier. Brrr. Sowas. Bei dem ganzen Mist vergisst man immer schnell, wie schön es hier eigentlich ist. Ja, stimmt. Kann man nicht aufsammeln? Sinnvollerweise kann man nichts aufsammeln. Die hier geht vielleicht. Ne, oder? Geht die? Komm schon, ich hab's gerade gesehen. Jawohl, irgendwie so. Ein großer Teich. Okay, hier kommst du nicht hoch. Hier vielleicht. Oh. Ohne Jetpack geht es nicht. Ist zu steil. Seerose hier. Da. Oh, da liegt einer. Da ist ein Hornwolf. Oh ja. Die waren ein bisschen langsam. Oh ja. Was ist das? Das ist ein Haus am See. Tatsächlich. Hier oben ist auch irgendein großes Loch. Aber dazu später mehr. Du bist ein Kleriker. Energieriegel. Und eine verschlossene Kiste. Kein Problem für mich und meinen Dietrich. Zu einfach. Sag ich doch. Öllampe Krug, großer Exitbeutel, kleiner gelber Stein und eine
Packung Pfeile. Ein Köcherpfeiler, so heißt das bei Pfeilen. Nein! Verklickt, 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 verklickt. Verklickt. Ein abgegriffenes Gebetsbuch. Oh je. Dieser komische Kalan-Quatsch jetzt wieder. Aber ich lese es mal. Frei nach den Lehren Arvids. Die Passage ist unterstrichen. Elex ist die Prüfung Kalans. Die Menschheit wird getestet. Nur wer rein genug ist, wird die Rettung erfahren. Jeder muss sich der Erlösung als würdig erweisen. Wer Kalans Reinheitsgebot befolgt, wird auserwählt werden, um die Welt zu erneuern. Wir müssen Stärke beweisen. Randnotiz. Wir sind hier draußen alleine. Keine Splitter, kein Fressen. Ich kann es nicht glauben, dass er mir verheimlicht, Elexit im Fluss gefunden zu haben. Ich habe ihn damit konfrontiert. Kalan, vergib mir. Die Splitter gehören jetzt mir. Ich hoffe, ich finde bald einen fahrenden Händler, der mir eine Waffe oder etwas zu essen verkaufen kann. Diese Missionarsreise ist verflucht. Ich hoffe, ich schaffe es lebendig zurück zum Hort. Wenn du derjenige warst, der das, also der hier lag, und nicht der, der den anderen umgehauen hat, so wie ich das verstanden habe, dann lautet die Antwort nein. Der Satz war jetzt kompliziert, aber ich hoffe, ihr konntet mir folgen. Lesen. Hammer. Und fliegen. Nimm diesen Hammer. Danke. Hinter der Hütte ist ja irgendwie auch nichts mehr. Ein Hohlraum, aber da ist nichts. Nee. Dann hier. Rote Gabel. Und das Dach. Nix. Nix da. Okay, ich muss mir nochmal irgendwie den Plan machen, wie ich jetzt hier diese Fläche mir angucke. Ich mache das mal, dass ich jetzt hier am Ufer entlang laufe, genau. Also hier immer zwischen... Also hier lang, genau. Da lang. Einfach nichts mehr dazu sagen. Einfach machen. Hallo Kräuterchen. Und noch ein Kräuterchen. Und hier irgendwo war doch die Stelle, wo Stormson von den Klerikern... Oh, eine Höhle. Wow. Ah, das hängt vielleicht mit diesem Loch da hinten zusammen. Ich glaube, hier irgendwo ist auch Stormson abgefangen worden. Also Höhlen sind ja sehr selten und die geht tief in den Berg hinein. Okay, hier habe ich was zu erkunden. Aber erstmal die Lage sondieren. Hier kann mir keiner erzählen, dass es hier nicht Viecher gäbe. Deswegen bleibe ich erstmal bei meiner Brille. Hier ist Wasser. Oh, hier kann man gar nicht Licht machen. Das wird die Erkundung dieser Höhle sehr, 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 sehr stark einschränken. Ne, in dieser Höhle ist wirklich die andere Brille besser, damit ich sehe, wo was liegt und wo man hochklettern kann. Hier liegen ein paar Geldbündel. Man mag es nicht glauben. Vielleicht haben hier einst irgendwelche Zivilisten Zuflucht gesucht und meinten, na? Die Welt bleibt noch bestehen. Geldbündel haben einen Wert, der über ihrem Heizwert liegt. Oder ihrem Wert als Toilettenpapier. Wobei, das ist nicht sanft. Hier ein paar Teller. Oh, hier liegt noch einer. Gibt es hier eine Truhe oder einen Tresor ganz und gar? Elexit. Hier oben, ist das ein Dach oder ist das ein Gang? Es ist ein Gang. Ein Steg. Eine Brücke. Wohin? Zum nächsten Skelett, was hier runterhängt, aber nur noch in Teilen. Das Lager ist gar nicht so schlecht. Vor allem schlecht zu finden, wenn man nicht weiß, wo es ist.
Aber es hat den armen Schweinen hier auch nicht geholfen. Und hier kam ich her. War das wirklich nicht mehr als das, was ich gerade zusammengekratzt habe, dieses kleine bisschen Kram? Man kann von oben durch dieses Loch, was ich auf der Karte gesehen habe, hier reinfallen in das Wasser. Man überlebt das dadurch. Und dann kann man hier ein bisschen Splitter sammeln. Aber viel bringt das nicht. Deswegen bitte auf genau dem gleichen Weg wieder raus, den ich reingewählt habe. Und dann draußen weiter. Ich wollte eigentlich den Weg lang laufen. Ich habe gesagt, jo, bis hier hin und dann hier oben rum zurück. Lass mal auf dem Weg bleiben. Die Fläche hier ist ja so schmal, dann habe ich ja quasi schon alles. Hier. Ein Hochsitz. Oder Wachturm. Oder irgend sowas. Mit Leiter. Schick. Die wird helfen. Und da oben drin finde ich einen Schlafsack, einen Hammer, einen kleinen Heiltrank und einen guten Becher. Doch gar nichts davon gibt's doch gar nicht. Oder war ich hier oben schon mal? Das will ich nicht ausschließen. Das sieht ja so geplündert aus. Vielleicht war ja hier die Ecke mit Sturm sondern tatsächlich und ich habe hier wirklich schon geholzt. Dass hier oben gar nichts liegt, kann ich mir nicht vorstellen. Irgendwas muss doch hier gewesen sein. Aber lang ist's her. Ja, das war die Stelle mit Stormsonnen. Hier. Deswegen bin ich hier bestimmt schon mal auf diesem Ding hochgekrabbelt. Und ich habe die Ratte damals nicht ausgenommen. Mensch. Was für ein Verlust. Okay, dann. Auf der Straße lang um die Ecke. Wiesenkraut. Und ein Hornwolf. Oh. Er war schon tot. Ich muss mich einfach auf meine Rüstung verlassen. Wobei, bei irgendeinem, wie heißt er? Stalker, ist das auch mit Rüstungsperk 3 von 3 auf Ultra nicht so wirklich die beste Taktik, fürchte ich. Das wird da auch ins Auge gehen. Er macht einmal einen Crit zu seinem Sprungangriff und kratzt nochmal nach und dann kann ich laden. Greif zu. Bin ich richtig? Ich bin jetzt, ja gut, das kommt dann demnächst dran. Ich laufe jetzt bis zu der nächsten Brücke, richtig, und dann gucke ich mir hier oben diesen Felsen an. Crouch. Noch mehr Kraut. Hier biegt ein Weg ab. Kenne ich den überhaupt? Der ist gar nicht eingezeichnet. Ah, der geht zu der Ruine hoch. Ja gut, das kann sein. Ist mir aber gerade egal. Du hingegen bist es nicht. Ich erledige das. Ah, das war ein Schakal. Der hat ein bisschen mehr gebraucht. Leider hat die gute Kaya den Kill gemacht. Das ist bei ihrem Flammenrumgedotte natürlich echt gefährlich. Die nimmt mir die Punkte weg. Aber wir verstehen uns mittlerweile so gut. Echt? Hier oben? Ach was. Hatten wir schon bessere Stellen gesehen. Ah, ein Slugbeast. Und da ist der alte Brunnen. Ich habe hoffentlich genug. Oh, ich kann mit dem Ding nicht rennen, das stimmt. Oh je. Oh, da sind Hühner. Bevor die mich irgendwie anfallen. Erstmal die erledigen. Jawohl.
Und dann du. Ich renne übrigens gerade. Ja, ich weiß. Geh halt hin. Oh. Da kommt halt die Schnauze. Oh, daneben, du passt ein Glück. Oh, Mann. Mach weg. Ja, genau. Du mich auch. Das ist halt so dünn, dieses Vieh. So, jetzt Müller wird ich klein. Darf ich überhaupt? Oh. Mann, macht das viel Schaden. Ah, der hat getroffen. Ja, wenn es nicht hinfällt, dann habe ich nicht getroffen. So wie jetzt, weil es sich geduckt hat. Dummes Ding. Die Unterlitz sind mir viel lieber. Mann. Na gut, es gibt auch mehr Punkte als ein Unterlitz. Das ist schon härter. Schwerer zu treffen. Qua Statur. Duckt sich flink. Spuckt zurück. Macht mega Schaden. Wobei, wenn der Unhold mich mit seinem komischen Felsbrocken einmal trifft, dann ist auch gute Nacht. Aber echt, wow. Ich meine, ein paar Resistenzen habe ich ja mittlerweile. Und die Rüstung, na gut, die wird gegen diese Spuckattacke, gegen das Gift vielleicht nicht wirken. Aber trotzdem, es war ja erschreckend. Erschreckend, wie viel mich dieses Ding gerade gekostet hat. An Lebenspunkten. Mit einem einzigen Treffer. Und ich glaube, ich bin zumindest einem Teil der Salve sogar noch ausgewichen. So, und da hinten war noch irgendwo irgendwas, oder? Genau, da unten. Oh je. Das breche ich gleich mal ab. Das ist wieder so ein unterirdisches Ding. Dann hier ist dieses komische Loch im Felsen. Richtig? Ist das die Stelle? Genau, ist dieser Brunnen quasi. Hier könnte vielleicht irgendwas liegen. Jo. Ich wähle ein Blutkettenschwert 1, aber ich nehme erstmal diesen Becher weg. Er stirbt. Und Kaya, du stirbst auch. Blutkettenschwert 1. An dieser Stelle. Und hier einen alten Motor. Ein Hydraulikteil. Und hier darf man bloß nicht runterstürzen. Ach, das war sogar mal ein Brunnen. Ist das jetzt schon dieses Loch? Nee. Das Loch ist noch ein Stück weiter. Das Loch, was ich meine, ist hier hinten irgendwo. Oder ist damit nur diese komische Felskuhle gemeint? Also auch denkbar. Naja, ein schönes Schwert. Und ansonsten nicht viel hier. Auf dem Felsen. Jo, ich bin hier rumgelaufen. Ich bin jetzt hier oben quer. Ich werde das mal da lang. Und dann nochmal zurück in diese Ecke da. Und dann kann ich mich mit dem Gedanken an Freund, dass es das gewesen sein könnte. Hier oben. Und ich wieder zum See zurückkehren sollte. Ja, das sieht so aus. Deswegen, auch mit Blick auf die Uhr, mache ich hier mal Schluss. Ich laufe noch mit dem Helden zurück zu diesem See darunter, wo dieser tote Kleriker lag in dieser Hütte oder vor dieser Hütte. Und von da aus muss ich dann überlegen, wie ich diese große Fläche weiter erkunde. Und mit diesen Überlegungen konfrontiere ich euch gleich am Beginn vom nächsten Teil. Bis
dahin.